Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Und zwar, wir stehen hier mit unserem IC 10418 in Dresden Hauptbahnhof und werden diesen bis nach Leipzig fahren. Es wird eine stürmische Reise und in dieses Szenario gibt es nichts für zu kaufen und auch nichts für runterzuladen. Es ist mein selbst erstelltes Szenario. Ich habe ein wenig an KI-Verkehr gespart, weil ich das wirklich noch nicht so gut hinbekomme. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr habt Verständnis und euch gefällt dieses Szenario. Wir haben Ausfahrt. Ihr seht, es ist wirklich noch nicht so einfach. Da fällt gerade ein IC1 ein. Da habe ich auch noch einen hingestellt. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal und schauen mal, ob wir hier so weit vorankommen bis Leipzig, ob ich alles richtig gemacht habe. So, auf geht's. Erste Station, Radebeul Ost. Denn über der Hauptstrecke ist leider die Strecke gesperrt, sodass wir einen kleinen Umweg nehmen müssen. Ihr werdet gleich sehen, wovon ich rede. Und da der eigentliche Zug, die Regionalbahn, ausgefallen ist, müssen wir außerplanmäßig die Fahrgäste aus Radebeul Ost mitnehmen. Und deswegen haben wir dort einen außerplanmäßigen Halt. Und die Einweisung heißt: Tag der Herr, es wird stürmisch, fahren Sie besonnen. Ja, ich hätte auch guten Morgen schreiben können, aber ja. Hätte. So, 50 haben wir als erstes Mal. Langsam geht die Sonne auf. Man sieht es im Hintergrund. Oh. Da wurden wir doch ein wenig schnell. Also ihr seht, die Streckenführung ist jetzt nicht der normale Weg, aber ja, wie gesagt, die Hauptstrecke ist gesperrt, sodass wir ein wenig außerplanmäßig fahren müssen, wie gesagt, und außerdem müssen wir auch in Radebeul Ost anhalten, um dort gestrandete Fahrgäste aufzunehmen. Fängt es jetzt auch an zu regnen. So, 60. Sich.
So, wir werden ganz links rüber geschickt. So, gelbes Vorsignal und 40. Es ist ein etwas fiktives Szenario, gebe ich gerne zu. Das wird es wahrscheinlich so gar nicht geben. Aber warum soll denn immer alles normal sein? Der Norm entsprechen, wenn es auch anders geht. So macht es doch viel mehr Spaß. Das ist jedenfalls meine Meinung. So, 20 km finde ich dann doch etwas langsam. Deswegen bleiben wir mal auf 40. 20 finde ich dann doch etwas übertrieben. Ich weiß nicht, wieso hier 20 km/h Beschränkung ist, kann ich euch nicht sagen, aber ich finde es übertrieben. Ich werde von Zeit zu Zeit immer mal wieder eigene Szenarien erstellen und diese dann auch präsentieren, sofern ich es ordnungsgemäß hinbekommen habe, auch mit mehr KI-Verkehr und so weiter. Ihr seht mir bitte nach, dass ich keine Ansagen dabei habe und dass ich sonst irgendwie keine besonderen Ereignisse dabei habe. Wenn ich irgendwann weiß, wie das alles funktioniert, baue ich das gerne mit ein. Aber ich denke, das ist vielleicht ein erster Schritt so. Ja, zu eigenen Szenarien und ich denke, das macht dann auch viel mehr Spaß. Natürlich wird es auch zwischendurch immer mal wieder Szenarien von anderen Erbauern geben. Aber von Zeit zu Zeit wird es auch von mir ein eigenes Szenario geben. Ja. Auch wenn es da nicht die Qualität der anderen Erbauer so hat, aber ich hoffe, das könnt ihr verzeihen. So, 13 Uhr sollen wir in Radebeul sein. Ihr seht, hier ist also die Hauptstrecke. Hier würden wir normalerweise langfahren, die ist gesperrt, fiktiv. Und wir fahren dann halt außen rum. Halten dann nachher, fahren dann nachher hier wieder drauf und halten dann in Radebeul Ost. Deswegen werden wir halt da lang geschickt, weil dieser Teil gesperrt ist. Dort hat man Unregelmäßigkeiten im Gleis gefunden und dort deswegen darf man da nicht herfahren. Das ist auch rotes Signal, ihr seht's. Deswegen ist hier gesperrt. Und deswegen müssen wir halt hier lang fahren.
Ganz normaler Bahnalltag. So, wir dürfen 80. Nähern uns jetzt langsam wieder der Hauptstrecke und dürfen dann jetzt auch gleich auf 160 beschleunigen. So, 50. So, dann wollen wir das natürlich einhalten. Wir gleich einen Gleiswechsel vornehmen. Dann lernen wir uns auch schon Radebeul Ost, um dort die gestrandeten Fahrgäste aufzunehmen, auf dem Weg nach Leipzig Hauptbahnhof. So, wir werden uns jetzt wieder rechts einfädeln. Zugegeben, es hätte wahrscheinlich noch etwas mehr KI-Verkehr vorhanden sein können, aber es ist gar nicht so einfach, die so zu platzieren, dass die sich gegenseitig nicht ins Gehege kommen. Denn sonst hat man eine böse, böse Überraschung. Also das ist wirklich noch sowas, wo ich ein bisschen üben muss. Ich wollte ursprünglich ein anderes Szenario präsentieren, aber dort gab es direkt am Anfang schon eine KI-Kollision. Und deshalb habe ich das dann gelassen. An Bahnhöfen KI-Verkehr zu platzieren ist geht am selben Bahnhof, aber hier so auf freier Strecke ist das wirklich noch so eine Sache. So, Radebeul Ost, ein sehr kleiner Bahnhof. Aber muss man durch. Da warten sie schon alle ungeduldig. So, wollen zusehen, dass hier wenigstens einige Wagen in den Bahnhof passen. So, kurzer Halt. Bevor es dann weitergeht nach Leipzig Hauptbahnhof. Abfahrt. Auf geht's. Nächste Station, Leipzig Hauptbahnhof.
So, 120 fürs Erste. So, wollen wir hoffen, dass wir die Minute noch aufholen. Dass wir auch pünktlich in Leipzig sind. Da kommt was, da kommt was. Der IC 1510 nach Basel. Ach, nach Basel sage ich schon. Nach Riesa, Entschuldigung. Ich hoffe ja, dass wir gleich noch ein wenig schneller fahren dürfen. Sonst wird das eine längere Reise. Er ist uns auf den Fersen. So, ich glaube, Scheinwischer können wir erstmal ausmachen. Wo ist er? Wir haben ihn verloren. Ihn verloren. Weiß nicht, wo er geblieben ist. Da ist er. Da fährt er und wir fahren hier. So, wir dürfen 120.
So, und so langsam kommt die Sonne auch. Wunderbar. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der gleich anhält, weil er hat ja eigentlich rot. So, gelbes Vorsignal. Dann hat er rot. Der befährt tatsächlich ein rotes Signal. Das ist aber nicht nett. Also er folgt uns bis nach Riesa. Aber auch er darf nur 120, von daher müsste sich das eigentlich ausgehen. Also er ist sehr weit von uns entfernt. Dort ist der Mond. Wunderbar. Und so langsam, aber sicher steigt dann auch die Sonne auf oder geht die Sonne auf. Wunderbar. Vielleicht kann ich ja ihn sehen. Vielleicht kann ich so weit zurück. Ich weiß es aber nicht. Nee, leider nicht. So, wir können aber, glaube ich, das Fernlicht ausmachen, würde ich sagen. Nee, gar nicht ist er, das geht überhaupt nicht. So. Genau. Wie gesagt, nehmt das bitte nicht ganz so ernst. Es ist mein erstes eigenes erstelltes Szenario, was halbwegs funktioniert.
Es ist teilweise sehr fiktiv. Gebe ich auch gerne zu. Aber ich finde, es ist mir da deshalb gar nicht so schlecht gelungen. Ihr könnt gerne eure Meinung in den Kommentaren reinschreiben, was ihr davon haltet. Was ich besser machen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. So, Risa dürfte jetzt auch nicht mal allzu weit weg sein. Das heißt, dann hätte er ja, der IC-1510 hätte dann sein Ziel erreicht. Die schöne Priesterwitz. So, da ist Risa. Also allzu weit ist es nicht mehr weg. Dort haben wir dann unseren Verfolger abgeschüttelt. So, gleich dürfen wir auch endlich erstmals mehr fahren als 120. Wunderbar. Auch wenn es zu 10 km/h schneller sind. So, 130.
Also er ist schon sehr weit weg, muss man echt sagen. Er müsste ja jetzt gleich auch rüberziehen. Also hätten wir eine Verspätung gehabt in Dresden oder Radebeul, müssten wir dem IC folgen und hätten dann ein Problem, weil wir mit Sicherheit in Riesa auf ihn auflaufen würden und keine Chance hätten vorbeizukommen, weil er ja natürlich da hält, Endstation hat. Also es war schon extrem wichtig hier pünktlich zu sein, damit wir auf jeden Fall vor ihm bleiben. Das war, ich habe es einmal gespielt, da war ich zu spät und bin ihm gefolgt und hatte dann in Riesa wirklich das Problem, dass ich nicht mehr an ihm vorbeikam. So, es fängt schon wieder an zu regnen. So, was ist das für ein Bahnhof hier? Glaubitz. Der schöne Rieser. Wunderbar. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum das so extrem wichtig ist, hier vor dem IC 1510 zu sein, weil er natürlich auf unseren Fahrweg fährt. Und auch auf dem Fahrweg anhalten wird in Riesa und wir dann natürlich keine Chance mehr haben, da irgendwie vorbeizukommen.
So, kurz vor Riesa sind wir. Wunderbar. Hier wird der IC 1510 anhalten. Und dann fragt mich, wie ich. Wenn ich hinter ihm wäre, wäre ich nicht mehr vorbeigekommen. Deshalb. Das unbedingte Pünktlichsein am Anfang. Ei, wir dürfen 80 nur, um Gottes Willen. Eieieiei. Das wäre gleich aus der Schiene fallen hier. So, dann fahren wir jetzt endlich nach Leipzig und dürfen endlich auf Reisegeschwindigkeit und haben unseren Verfolger abgehängt. Wunderbar. So, dann müsst ihr ja auch gleich hier eintreffen. Na, wo ist er? Ah, gibt's doch nicht. Ist er eingeschlafen? Da kommt er. So, 120. So, dann schauen wir mal, ob er anhält. Ach. Ja, er ist sehr langsam. Ach, Scheiße. Entschuldigung, aber ich jetzt vertan. Das Rieser. Das Rieser. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ich muss natürlich zwischendurch immer mal wieder hier gucken auf der Strecke, ob da nicht irgendwie was passiert. So, 200. Endlich. Endlich können wir mal aufschalten hier. So. Er müsste ja jetzt hier gleich stoppen. Der liebe IC 1510 nach Riesa. Fährt hier unten rum. Warum auch immer.
Der wird schon wissen, was er tut. Er wird auf jeden Fall sehr, sehr langsam. IC1510 hat angehalten. Und fährt wieder zurück. Verfahren? Wer weiß. Stellung. Sehr, sehr schön. Er hatte gar keine Fahrgäste mehr drin. Er hat direkt abgestellt. Abstellung. Wunderbar. IC1510 hat seinen Zug in Riesa auf Plattform 7 in die Abstellung gestellt. Wunderschön. Genau so habe ich es geplant. So, und wir haben jetzt gleich noch 50 Kilometer bis Leipzig ohne jeglichen Verfolger. Zwar auch mit keinem KI-Verkehr mehr, aber ich hoffe, ihr könnt das verzeihen. Dafür habe ich an so ein paar Bonbons eingebaut. Ja. Wie gesagt, es wird von Zeit zu Zeit immer mal wieder ein schönes, selbst erstelltes Szenario von mir geben. Ich versuche immer ein bisschen mehr einzubauen. Gib mir Zeit, es ist wirklich nicht einfach. Auch das mit dem KI-Verkehr, dass die sich nicht ins Gehege kommen, das ist wirklich sehr schwer und auch eine meine Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Also man könnte auch sagen, bis Riesa, von Dresden bis Riesa aus war halt nur 120 erlaubt, weil durch Sturmschäden. Deswegen war auch das Hauptgleis in Dresden gesperrt und mussten diesen Umweg über Radebeul Ost fahren. Und ab jetzt ist das sind hier keine Sturmschäden mehr vorhanden auf dem Weg nach Leipzig und deswegen dürfen wir jetzt wieder Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h fahren. Und deswegen hat sich halt die Fahrt von Dresden bis Riesa gezogen. Aber ja, das ist durchaus möglich, auch im realen Bahnverkehr. Und von daher habe ich das doch gar nicht so schlecht gemacht, würde ich meinen. So, schauen wir nochmal kurz, ob der da noch steht, der IC. Ja, der hat Feierabend gemacht. Tatsächlich, der hat Feierabend gemacht. IC1510 hat abgestellt. Wunderbar. So, das war's dann.
So, noch 39 Kilometer. Schon schick hier, die Wagen so von innen, Ledersitze, muss man echt sagen, also gefällt mir sehr, die Ex-Metropolitan-Wagen, sehr, sehr, sehr schick. Der Tisch vielleicht etwas klein, aber ich glaube, den kann man noch ausklappen, ne? Wenn ich das da richtig deute. Ja, die kann man noch ausklappen, die beiden Seiten, ja. Doch, sehr, sehr schön, kann man schon aushalten, auch auf längeren Fahrten. Ei. Pünktlich werden wir Leipzig wahrscheinlich eh nicht erreichen, aber darum geht es mir jetzt in erster Linie mal gar nicht. Ich hätte ja auch ohne Fahrplan leben können. Aber ja, es geht mir erstmal um den Spaßfaktor, darum überhaupt ein eigenes Szenario hinzukriegen, das auch spielbar ist, ein paar kleine Bonbons einzubauen. Das war jetzt erstmal mein vorrangiges Ziel. Das habe ich geschafft und damit bin ich erstmal zufrieden. Alles andere kommt dann nach und nach. Und ihr könnt mir gerne Tipps geben, wenn ihr da Ahnung von habt, wie, was ich besser machen kann. Würde mich sehr, sehr freuen. Nur so kann ich es besser machen und ja. Eure Meinung zu meinem ersten eigenen Szenario würde mich sehr, sehr freuen. Lob und Kritik ist beides gern gesehen. Ja, sagt mir einfach, was ich besser machen kann, was ich schon gut gemacht habe und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Scheut euch nicht da, eure Meinung kundzutun.
So, wir sollten eigentlich in 6 Minuten in Leipzig sein. Das werden wir natürlich nicht mehr schaffen, aber sei es drum. Es geht so um 2 Minuten. 2 Minuten fehlen mir irgendwo. Irgendwo habe ich 2 Minuten verbaselt. Oder 58 sollen wir sogar da sein. 3 Minuten habe ich verbaselt. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Glaube ich nicht. 3 Minuten, nicht mal mehr. Noch gut 13 Kilometer. Puh. Würde mich doch sehr wundern. So, noch 6,5 haben wir's.
sagen wir einfach, weshalb hier so wenig KI-Verkehr ist. Aufgrund des Sturmschadens sind viele Verbindungen ausgefallen. Es fahren sehr, sehr wenige Züge, bis gar keine. Und ich bin einer. Ein Ausnahmezug. Und der IC 1510 fuhr auch noch. Ansonsten ist diese ziemliche Stille. Und deswegen ist halt so wenig KI-Verkehr. Ich glaube, so hört sich das besser an. So, 150. Und dann sind wir auch gleich in Leipzig. Wunderbar. So, Plattform 12 kommen wir zum Stehen. Nicht ganz pünktlich, aber tja, so what? Scheibenwischer können wir dann auch ausmachen. Und dann haben wir es geschafft. Mein erstes selbst erstelltes Szenario. Erfolgreich beendet. Zumindest damit, dass wir angekommen sind. Pünktlich, ja, ist so eine andere Sache. Und das mit dem KI-Verkehr, ich versuche mich zu bessern. Und wie gesagt, haut eure Kritik und euren Lob raus. Sagt mir, was ich besser machen kann. Nur so kann ich es besser machen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass wir angekommen sind, ohne Probleme. Dass das soweit alles geklappt hat. So, wir öffnen die Türen. Und dann war's das mit diesem Szenario und diesem Video. Mein erstes selbst erstelltes Szenario geht dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt mir treu. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare. Und ja, ihr hört mich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Bye. Bye. Oh, es geht sogar noch weiter. Ich weiß jetzt nur nicht, wie, wo, weshalb. Soll ich das einfach mal machen, als so einen kleinen Bonus?
Mal gucken, ob das überhaupt geht oder ob ich da gleich irgendwo. Oder ob ich da gleich aus der Weiche geschmissen werde. Da bin ich doch mal gespannt. Versuchen wir es einfach. Speichern wir einfach mal ab hier. So, und dann versuchen wir es doch mal. Das überhaupt funktioniert. Soll das überhaupt sein? Aha. Aber wir haben doch rot, oder nicht? Ah, ich habe ein böses Gefühl, aber lassen wir uns einfach mal überraschen, was passiert. Kann nichts machen. Kann keinen Tab drücken. Kann ich wohl, aber fühlt sich nichts. Fahren wir jetzt sozusagen auch in die Abstellung. Scheint wirklich zu funktionieren. Wahnsinn. Also ich bin wirklich gespannt, wo wir jetzt hinfahren. Außen. Drauf. Wir sollen fahren 12. 150? Gut. Schauen wir mal. Dorf. Ich bin wirklich gespannt. Jetzt haben wir, dürfen wir endlich mal hin. Haben wir Genehmigung? Gerade die ganze Zeit nicht.
Ich kann es euch echt nicht sagen, wo es jetzt hingeht. Das ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Abschalten hier, weil wir sind gleich da, laut Peter. Oh, ach du Scheiße. Irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Gerade waren es noch 2, irgendwas Kilometer, jetzt sind es wieder 8 Kilometer. Also ich würde mal sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Borsdorf. Gerishain. Wie weit soll das denn noch gehen? Machen. Altenbach. Bennewitz. Wurzen. Geht ja noch ewig. Nee, würde sagen, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. Ein etwas ungewöhnliches Ende, aber sagen wir einfach, ich habe mir abgestellt, freier Strecke, Abstellung. Genau, wir könnten ja noch abstellen hier. Das heißt, wir machen, zack, zack. Genau. Hauptschalter ist aus. Alles aus. Haben sie es angezogen. Haben unseren Zug gesichert. Stromabnehmer sind gesenkt. Die Lok macht man natürlich auch noch aus. Ist ja logisch. Türfreigabe. Türfreigabe.
So. Lokbremse anziehen. MD aus. Wunderbar. Unser Zug ist gesichert in der Abstellung. Stromabnehmer müssen wir da noch senken. So. Zack, jetzt aber. Wunderbar. Perfekt. So, damit wünsche ich euch aber noch einen wunderschönen Pfingstmontag. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Ich gebe zu, ein etwas ungewöhnliches Ende, vielleicht nicht ganz realgetreu, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig gefallen, dieses ganze Szenario. Wie gesagt, ein Szenario von mir selbst erstellt, das allererste. Es werden weitere Folgen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, servus und tschüss. Macht's gut. Bye bye, euer der Danny Spitters.